Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Ja, viele Menschen mit psychischen Erkrankungen haben so mal Episoden. Ja, klar, viele nehmen auch dagegen Medikamente, Psychopharmaka oder man sagt ja auch Antidepressiva. Aber trotz diesen Medikamenten können auch bei vielen Menschen, bei mir ist das so, bei vielen anderen auch, mit denen ich schreibe, die mir auch schreiben, haben auch diese Episoden. Was nicht einfach ist. Aber auch da der Körper sich ja auch manchmal wehrt, wehrt sich auch bei depressiven Schüben. Und bei mir ist das so, ich kriege dann einen Tag oder zwei vorher langsam hier kleine Pickelchen. Ja, und kann einen kleinen Tag sein und später, und dann kriege ich ja ganz rote Stellen. Ja, oder an den Beinen roten Stellen, oder die Haut wird rau. Ja, und das ist natürlich nicht einfach. Und man sieht das ja auch. Es reicht jetzt, die letzten Tage war es ziemlich warm hier. Fällt das natürlich an meine Therapeutin auf. Therapeuten. Ja, ist nicht immer so prickelnd, wenn man dann wunde Stellen im Gesicht hat, vielleicht auch rote Stellen. Ja, aber die Psyche sucht sich ihren Weg. Hätte ich früher auch nie erwartet, dass der Körper die Psyche so aus dem Gleichgewicht bringen kann. Ob es, wenn man Schub hat, nicht mehr aufstehen kann, nicht mehr richtig denken kann, Sachen auf einmal vergisst. Ja, und man bekommt dann natürlich auch Hautausschlag. Und es gibt bestimmt ganz Schlaue, die sagen, ach, geh zum Hautarzt. Ich war bei vielen Hautärzten schon und keiner konnte mir sagen, was es ist. Ah, nehmen Sie die Salbe, nehmen Sie die Creme. Geholfen hat nicht viel, eigentlich gar nichts. Und, aber kommt natürlich auch vom Antidepressiva auch, ja, weil der Körper wirkt bei jedem anders und nicht bei jedem hilft. Dieses Antidepressiva, sagen wir mal, Quetiapin, und beim anderen hilft nur Lamotrigin oder auch nicht. Ja, und es gibt welche, die wollen gar keine Medikamente nehmen. Aber mir ist das so, ohne Medikamente würde ich gar nicht mehr aufstehen. Ja, ohne Medikamente würde ich nicht mehr überhaupt aus mir rauskommen. Ja, und es ist schwer. Es ist schwer mit dieser Erkrankung jeden Tag umzugehen. Klar, heute geht es mir gut. Morgen geht es mir auf einmal so dreckig, dass ich mich mit Ach und Krach zum nächsten Supermarkt schleppe, kurz was einkaufen gehe, nach Hause und mich hinlege. Ja, und das ist, man fühlt sich dann, als wäre man 80 Jahre alt oder noch älter, wenn nichts mehr geht, wenn es schon eine Qual ist, auf die Toilette zu gehen, ja, oder sich zu duschen. Und viele Menschen mit psychischen Erkrankungen haben dann so einen argen Schub in sich, die gehen gar nicht mehr vor die Tür. Die gehen nicht mehr vor die Tür, um irgendwas wegzubringen oder zum Briefkasten zu gehen. Ja? Aber es ist eine Krankheit. Es ist eine Krankheit. Und keine Einbildung. Und ich habe manchmal so einen Eindruck, auch weil psychische Erkrankung ist eine Art der Behinderung. In meinen Augen ist das eine Behinderung. Ja, ich habe den Eindruck, psychische Erkrankungen werden belächelt und einem Rollstuhl, ach du Armer. Aber auf der Arbeitswelt, habe ich früher erlebt, ist das so, einen Sehbehinderten, Blinden will man nicht, einen Rollstuhl schon. Und da sieht man, dass es ein Ausspiel von Menschen mit Behinderung ist. Und das finde ich schon Hammer. Ja? Und das war vor vielen Jahren und das hat sich heute nicht geändert. Jemand, der blind ist, kriegt du meistens in unserem Land gar keine Chance mehr. Ja? Viele Menschen mit Behinderung können nicht mehr arbeiten. Oder es gibt welche, die wollen, aber man gibt ihnen keine Chance. Ja? Und so ist es auch mit Menschen mit Depressionen. Viele können nicht mehr arbeiten. Viele kriegen keine Rente, weil sie wenig eingezahlt haben. Was bleibt dann nur noch? Die Grundsicherung bei Erwerbsminderung. Ja, und das ist jetzt auch nicht gerade das Schlaraffenlandleben.
Und es ist auch nicht einfach, dann immer mit den Ämtern jedes Jahr sich rumzureißen. Oder mit mit Kassen, mit Krankenkassen, mit sonst was. Es ist schwer. Es reicht für Menschen, die so und so nicht mehr so fit sind. Ja, und das ist keine einfache Sache. Und das haut die Psyche meistens ja auch nochmal richtig runter. Ja, also jeder, der sagt, stell dich nicht so an, so schlimm ist es ja nicht, hat keine Ahnung von dieser Erkrankung. Ja, und viele Betroffene, die mir schreiben, und nicht bloß aus Deutschland, auch aus der Schweiz, aus Österreich, sogar welche, die der deutschen Sprache mächtig sind, aus Spanien, aus England. Ja, also es freut mich, dass ich europäisch und vielleicht gar international langsam einen Bekanntheitsgrad kriege. Und das habe ich vielen zu verdanken, die mir jede Woche das Gefühl geben, mach weiter, wir brauchen deine Videos. Und das tut mir richtig gut. Und deshalb gibt es auch nächste Woche wieder ein Samstag-Video. Ich sag mal, bis nächste Woche. Noch einen schönen 1. Mai. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.